Jetzt wird es etwas lustig, eine erlebte Anekdote, die ich persönlich verursacht habe, wo ich mir selbst eine Stolperfalle gelegt habe. Aber ich bin sehr selbstkritisch, ich kann da gut mit leben. Gar kein Thema. Es begab sich vor vielen, vielen Jahren, dass zu einer meiner Aufgaben gehörte, junge Zugbegleiterinnen zum Bremsbeamten oder zum Bremsbeamtin, um das korrekt zu sagen, auszubilden. Diese Ausbildung umfasste mehrere Tage und natürlich beinhaltete die ganze Geschichte auch eine praktische Bremsprobe am Zug, damit man das dann auch später im Dienst alles schon mal gemacht hat. Und ich schreibe jetzt hier mal einen Wert einer Anschrift hin der Baureihe 110, weil der ist Kern der Geschichte. Ja, man steht jetzt mit, ach, ich hau hier mal, was habe ich denn noch hier an Bildern? Blub. Mein Baureihe 110 ist nicht dabei. Ja, dann lassen wir es. Jetzt hätte ich noch ein Bild einer Lok da reingeschoben. Okay, aber es geht auch so. Ja, wie verläuft sowas? Man geht mit den jungen Damen in den Bahnhof, sucht sich einen Zug und macht dann ein sogenanntes Praxistraining. Dieses Praxistraining besteht jetzt darin, alle gelernten, theoretisch gelernten Abläufe in der Praxis umzusetzen und das Ganze zu üben. Und zum Kern einer sogenannten vollen Bremsprobe gehört es, vor der Durchführung der vollen Bremsprobe mit dem Triebfahrzeugführer, diesen Triebfahrzeugführer über Art und Umfang der Bremsprobe zu unterrichten. Ja, und also klopft man an die Führerstandstür und dann schaut oben der Kollege raus und dann sagt der Bremsbeamte, wenn es der Form korrekt ist, Kollege, wir führen eine volle Bremsprobe durch. Ist die Bremse gefüllt? Das beantwortet der Lokführer dann mit Ja oder Nein. Und wenn die Bremsberechnung noch nicht erstellt ist, kommt auch eine Frage hinterher, nämlich die Frage, ist deine E-Bremse, also die elektrodynamische Bremse, wirksam? Das kann nämlich der Bremsbeamte am Zuge von außen nicht erkennen. Und das liegt daran, dass bei den alten Einphasenlokomotiven mit Kommutatormotoren die E-Bremse wie folgt arbeitet. Bekanntlich hat die Baureihe 110 in jedem Drehgestell zwei Fahrmotoren, also insgesamt vier. Die liegen beim Fahren parallel zum Transformator. Wenn es aber ins Bremsen geht, dann schaltet die Lokomotive die Motoren in Reihe, wie beim Weihnachtsbaum die Beleuchtung. So sieht das Ganze aus. Und das ganz vereinfacht mal dargestellt sind auf dem Dach der Lokomotive große Widerstände. Wir hoffen, dass ich da jetzt halbwegs klarkomme. Ja, große Widerstände. Und das wiederum bedeutet, hier sind dann noch die Wicklungen zur Erregung der Fahrmotoren. Das ist jetzt eine elektrische Spezialität. Da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, aber der ein oder andere wird wissen, was ich damit meine. Das sind die Erregerwicklungen, die quasi von der E-Bremse gesteuert werden. Okay, so, das ist mal vereinfacht dargestellt. Die müssen auch jetzt gefüllt ausgefüllt sein. So, die müssen schwarz sein. Dann wäre das richtig. Okay. Prima. So, wir erkennen jetzt, es passiert immer schon mal bei einer E-Lok, dass ein Fahrmotor kaputt geht. So, und dann muss der Lokführer diesen Fahrmotor auswählen. Er kann mit drei Motoren fahren, das ist kein Problem, wenn man das betrieblich ein bisschen berücksichtigt. Aber für den Fall, dass ein Fahrmotor ausfällt, ist das mit der Reihenschaltung Essig. Das heißt, die E-Bremse der Lokomotive fällt vollständig aus. Zur Vollständigkeit, zweimal, zweimal vollständig, war nicht gut, Entschuldigung. Also, um das Ganze komplett darzustellen, bei modernen Lokomotiven ist das einfacher und besser und da können wir auch mit einzelnen Motoren gebremst weiterfahren. Wir können also die E-Bremse weiter anrechnen. Nur hier bei den Altbaulokomotiven geht das nicht. So, fällt also jetzt einer der Motoren aus, ist die E-Bremse nicht wirksam und das Bremsgewicht nur für R darf angerechnet werden. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, aber es ist deutlich niedriger. Das sind, glaube ich, 88 Tonnen. Aber nicht festnageln. Ich habe auch nicht alles im Kopf. Okay, also,
Wie geht das überhaupt nochmal beim Bremsen? Das ist eine sehr clevere Schaltung. Beim Bremsen erzeugen dann die Fahrmotoren Strom. Und hier parallel zu dem Widerstand ist ein Ventilenti. Also ein Ventilator, der dann auch Luft über die Widerstände bläst. Das heißt, je stärker die Lok bremst und je mehr Spannung U hier an den beiden Widerständen anliegt, desto schneller läuft der Lüfter und kühlt die Widerstände runter. Ist natürlich nicht energietechnisch günstig, aber eine einfache funktionierende Geschichte. Prima. Also, wir wissen jetzt, was eine elektrodynamische Bremse ist. Jetzt stellen wir uns vor, das möchte man jungen Damen erklären, die gerade mit der mittleren Reife von der Schule gekommen sind und die sich in der Schule mit allen Händen und Füßen gegen Physik und naturwissenschaftliche Fächer gewehrt haben. Das ist so. Also, ein Beispiel. Man steht also jetzt vor der Lokomotive und sagt da in die Runde, so, wir wissen jetzt, der Lokführer hat gesagt, wir dürfen die elektrodynamische Bremse, also die E-Bremse, anrechnen. Was ist denn überhaupt eine E-Bremse? Und dann schaut man erstmal in regungslose Gesichter. Gut. Und dann überlegt man, welches Beispiel kann ich denn jetzt bringen, um das deutlich zu machen. Ja, und dann fällt einem die Geschichte mit dem Fahrrad ein. Und dann stellt man die Frage in die Runde, wenn Sie abends mit Ihrem Fahrrad fahren, was machen Sie dann? Keine Antwort. Nachfrage. Sie müssen doch, wenn es dunkel wird, am Fahrrad was machen? Keine Antwort. Weitere Nachfrage. Schalten Sie denn nicht das Licht an? Jetzt kommt eine Antwort. Ja, da ist so ein Ding vorne am Rad, da drücke ich drauf und dann geht das Licht an. Ich sage, wie heißt das Ding denn? Es vergehen mehrere Sekunden. Ich glaube Dynamo. Richtig, das ist ein Dynamo. Jetzt machen Sie das, weil es dunkel wird, Ihr Licht am Fahrrad geht an, aber es passiert noch was, was sehr unangenehm ist. Wieder Stille, keine Reaktion. Dann habe ich meine Frage nochmal erneuert. Was fällt einem auf, wenn man Licht am Fahrrad anschaltet? Und auf einmal kommt die Lampe, es blitzt und die Antwort, dann muss man stärker trampeln. Gut, habe ich gesagt. Das haben wir jetzt festgestellt und so funktioniert die E-Bremse bei der Lokomotive. Der Motor erzeugt Strom und die Lokomotive wird abgebremst. Und dann sagt eine Dame, ach so, wenn der Lokführer bremsen will, schaltet er das Licht an. Ja, damit war ich wieder am Anfang und hatte mir selbst ein Ei gelegt. Aber so ist das im Leben. Versuch macht klug. Ich habe es aber dann doch noch vermittelt gekriegt und es ist klar geworden, worum es da im Wesentlichen geht. Ich hoffe, die Geschichte hat ein bisschen gefallen. Ich bin jetzt vom N-Wagen etwas abgewichen, aber es gehört einfach auch dazu, mal zwischendurch sowas zu erzählen. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich verabschiede mich mit der E-Bremse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.